Fass. Ja, gut, dann halt so. Wolkenloser Himmel, milde Temperaturen bei leichtem Wind. Zack. Aus unterschiedlichen Richtungen am Nachmittag. Kurz und gut, schönstes. So, schon mal 10 Münzen dann hier. Und nun wieder Musik. Die Worte des Propheten präsentieren, bla bla. Ich glaube, da komme ich dann mit dem Vorlesen nicht schnell genug hinterher. Könnt ihr dann gerade mal selber machen. Auf guten Glauben. Geld, 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 Geld. Genau, wer mehr spendet, der kann auch mehr glauben. Ja, stimmt, die sind doch immer sehr schnell. Oh, Schweinschnauzen. Lecker. Könnt mir direkt ein Schweineschnauzen-Sandwich essen. Ah, Medipack, cool. Und noch mehr Geld. Gehen wir gleich nachher als reicher Mann hier raus. Kuchen essen. Unbekannter Fusel, cool. Hey, angetrunken. So, und jetzt? Tja, schon sind wir wieder böse. Hahaha. Da geht's dann, glaube ich, zur Verlosung. Ein siegendes Boot. Kein sinkendes, sondern ein singendes. Ja, ich glaube auch. Aber besser singen als sinken. Zumindest für die Boote. Hier noch irgendwas? Ah. Essen, essen. Kaffee trinken. Hier ist gerade auch nicht mehr allzu viel los. Oh, schade, hier ist auch zu. Ich glaube, dann gehe ich aber trotzdem nochmal zurück hier. Gehe mal schnell hier gucken. Da hinten habe ich den Eindruck, dass es da weitergeht. Oh, Geldbeutel. Noch. Möchten Sie eine Nelke zum Anstecken? Wir sammeln für die Patriotische Mädchenliga. Cool. Vielleicht ein andermal. Würde sich aber toll machen an Ihrem Revers, falls Sie sich's anders überlegen. Ich bin hier. Dankeschön. Vor der Brücke? Wo waren da vor der Brücke noch was? Hier war ich ja schon. Andere Richtung. Ist hier irgendwo? Ach, da unten, glaube ich. Nee, hier ist jetzt auch nichts Interessantes. Ah, okay, gut.
So, dann können wir hier nochmal gucken. Tolle Blumen. Na, Dame, können wir dir was aus der Kasse klauen? Ärgerlich. Jo, Mülltonne durchsuchen. Dass sie mir wieder Geld wegschmeißen. Kann ich ja irgendwie auch nicht verstehen. Ah, noch ein Boxphone. Ein Mensch steigt ins Taufwasser. Als anderer Mensch entsteigt er ihm, wiedergeboren. Aber wer ist dieser Mann, der da untergetaucht ist? Vielleicht ist er Sünder und Heiliger in einem, bis ihn die Menschheit wieder erblickt. Wir Pokémon, ja genau. Müll durchsuchen ist in allen Spielen gut. Auch wenn das Spiel selbst Müll ist. Dann lohnt sich das meistens auch richtig. Lieber auf, was du sagst, mein Freund. Solches Gerede fällt auf. Werd mir bloß nicht so ein Finkenradikaler, John. Ich will keine Rolle in dem Stück. Ich heirate einen Vox Populi. Klar? Oh. Ein Finkenradikaler. Die Damen? Ja. Oh, Äpfel. Hier noch was? Jawohl. Schieb's. Leckere Schieb's. Ja, hier finde ich sie, haben sie gesagt. Telegramm für Sie. Ah. Telegramm für Sie, Sir. DeWitt, stop. Machen Sie Comstock nicht auf sich aufmerksam, stop. Was immer Sie tun, nicht Nummer 7710, stop. Lutess. Was zum... Na gut. So, hier können wir auch noch mal ein bisschen was anschauen. Geld. Können wir das benutzen? Hallöchen, Patsy. Ja, sehr gut. Sieht doch schon mal wunderbar aus. Guten Tag, mein Freund. Hallo. Das war's. Sehr gesprächig, der Kollege. Ja, ich hatte auch mal wieder Lust drauf. Ist sie nicht eine Schönheit? Weißt du, alle Einwanderer sind hier durchgekommen. Ich wünschte, die würden doch normale Leute aufnehmen. Heute musste schon jemand sein. Heute ist es so klar, da sieht man sogar die Welt. Jeremiah Fink persönlich. Wer von euch hat... Hallo, mein Freund. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie ich da jetzt durchkomme. Ihr wisst ja, der Prophet ist fair und freundlich. Ja, genau, du kriegst noch einen Drehwurm hier. Und zwar persönlich, euch diese Wunder zu bescheren. Gelobt sei unser Prophet. Gelobt sei unsere schöne Stadt. Ja, klar, das stimmt schon. Das ist halt doch deutlich, ja, deutlich heller auch vom Setting als die anderen Teile. Kann ich mal hier durch, Kumpel? Die Straße ist gesperrt, Kumpel. Die bereiten schon das Feuerwerk vor. Da hinten ist genug TNT, um ganz Peking in die Luft zu jagen. Wieder mal. Gesperrt. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Ja. Das sind keine Ammenmärchen. Ach, da oben ist, glaube ich, jemand am Rumreden. Ich spreche von. Ja, die DLCs können wir auch noch machen. Ich kann es kaum erwarten. Ich auch nicht. Das sagt er dauernd. Wollen wir reingehen? Wer von euch hat die göttliche Gabe einer Kraft schon versucht? Ein Schluck und ihr seid in der Lage, die unglaublichsten Taten zu vollbringen. Ich bin gespannt, was das hier wird. Und ich will auch noch mal kurz was nachschauen. Und zwar... Ah. Kampf, ja, ist okay.
Okay, Kontrollpunkte, kein Quicksave mehr. Prophet ist fair und freundlich. Und er hat Mr. Jeremiah Fink gebeten. Und zwar persönlich, euch diese Wunder zu bescheren. Gelobt sei unser Prophet. Gelobt sei unsere schöne Stadt. Wenn ich sagen würde, dass ein Mensch Blitze aus seinen Fingern abfeuern kann, würdet ihr mir glauben? Oder dass ein Mensch einen tonnenschweren Hengst einfach hochheben kann? Würdet ihr das glauben? Nun, Freunde, ich sage euch, das sind keine Hirngespinste. Das sind keine Ammenmärchen. Nein, Herrschaften, ich spreche. Können wir zu dem eigentlich hoch? Kräften, produziert von Mr. Jeremiah Fink persönlich. Wer von euch hat die göttliche Gabe einer Kraft schon versucht? Ein Schluck und ihr seid in der Lage, die unglaublichsten Taten zu vollbringen. Ihr wisst ja, sehen Sie nur, der Prophet ist fair und freundlich. Und er hat Mr. Jeremiah Fink gebeten. Ja, ich glaube, so von wegen, wer schneller ist als PC, das könnte etwas schwierig werden. Aus dem Grund, da ist ja nur einmal die Woche Spiel jetzt. Und ich schaue es auch etwas genauer an jetzt mal. Persönlich, euch diese Wunder zu bescheren. Gelobt sei unser Prophet. Gelobt sei unsere schöne Stadt. Junger Mann, junge Dame, versuchen Sie die unglaubliche Kraft, Bockender Bronco. Soll etwas gehoben, gelüpft, geworfen oder umgestützt werden? Bockender Bronco. Junger Mann, junge Dame, versuchen Sie die unglaubliche Kraft, Bockender Bronco. Finden Sie den Teufel, Sir, und treiben Sie so, dann gucken wir mal. Ja, ich mach doch schon. Teufel dreimal treffen. Ah, okay. Okay. Einmal. Zweimal. Ah, okay, so langsam habe ich es, glaube ich, raus. Nummer 3, wir haben einen Gewinner! Yay! Ja, mein Freund, denken Sie dran, soll etwas gehoben, gelüpft, geworfen oder umgestützt werden? Bockender Bronco ist die Lösung! Dankeschön. Finde ich nett. Sieh nur, diese Vox Populi wieder mal! Das Pack rennt herum, verbreitet Lügen und sät Zwietracht! Keine Angst! Ich weiß Rat! An die Flinte und los geht's! Alles klar. Das Zeug, unsere Stadt zu verteidigen. Aber sicher. Ein sauber halten, winkt ein toller Preis. Guter Mann, jetzt ziehen Sie und holen Sie diese Box vom Himmel. Treffen Sie genug, gibt's einen Preis. 20 Punkte. Hätte mir das jetzt die mich jetzt schon holen können? Wiedersehen. Seht euch diesen Burschen an. Zack. Ach fuck, der lebt noch. Das glaube ich auch. Fuck, ich glaube, ich habe doch ein paar Mal zu oft daneben geschossen. Na komm. Ah, fuck, einer hat gefehlt. Na gut. Na, ich will's aber gerade nochmal versuchen. Komm. Ich probier's mal. Das kriegen wir hin. Jetzt ziehen Sie und holen Sie diese Box vom Himmel. Treffen Sie genug, gibt's einen Preis. Zigaretten können wir auch noch gewinnen. Yay. Fangen die wieder an? Jetzt fangen die da oben an. Na, das glaubst du aber. So, ich denke, jetzt sollten wir es hinkriegen.
So, das ging noch locker. Ja. Schon $100 mitgenommen. Halten Sie den Himmel frei. Sehr gut. Ja, das machst du schön. Was haben wir hier? Jetzt verfügbar für alle Bürger Kolumbias. Ach schon, das sind ja diese komischen Blechpferde. Equus Mechanical, der automatische Hengst. Das Pferd der Zukunft, schon heute. Automatischer Hengst. Auch Dildo genannt. Haben wir sonst noch irgendwas hier drin? Ein Hammer. Oh cool, hau den Lukas. Komm. Yay! Nochmal? Ja. Kriegen wir gut hin, glaube ich. Sonst noch irgendwas hier unten? Da haben wir mal nix. Hot Dogs! Hot Dogs! Alexander Hot Dogs! Kolumbias Beste! Jeden Cent wert! Cool! Extra heiße Hot Dogs! Sind aber keine Hot Dogs da. Boxer vorne! Hören Sie heute, was Sie gestern sagten! Cool! Kann ich mir eins mitnehmen? Na toll. Da! Sagen Sie etwas, Freund! Was ist ein Boxerphon? Was ist ein Boxerphon? Cool! Ein Stimmenwiedergabegerät. Hey, aber zahlen tue ich dafür nichts, klar? Nur eine Demonstration, Sir. Ich hätte das jetzt gerne gekauft. Hast du schon neue Kräfte hier ausprobiert? Normal warte ich, bis Fink die Kinderkrankheiten behebt. Ist sicher. Nehmen Sie eine Notiz auf oder ein Lied oder ein Liebesgedicht. Und spielen Sie es wieder. Oh, ein Liebesgedicht, wie schön. Technischen Wunderwerke. Ja, ich glaube, der Kollege hier ist da nicht so begeistert von. Kommen Sie und sehen Sie den unglaublichen Handyman. Ist er ein Mensch oder eine Maschine? Nur kolumbisches Genie konnte solch ein Wunder erschaffen. Ja, hat wieder was von dem Elefantenman. Auf dem Elefantenmann. Hast du schon mal gesehen? Er wirkt so traurig. Traurig? Wenn man so stark ist, wieso dann traurig sein? Tja, warum wohl? Hui! Wir sind gesalzen. Holen Sie sich die Herrschaft von den Blechkameraden zurück. Sorry, mein Freund. Der Jahrmarkt ist restlos ausverkauft. Oh, Eintritt ist daher Würdenträgern und VIPs vorbehalten. Schätze, ich zähle nicht dazu. Hallo, wenn ihr einer VIP ist, dann wohl ich. Hat ein Automat schon mal ihr Geld geschluckt und dann gestreikt? Na, willst du zur Verlosung, Hübsche? Verabreiche diesem mechanischen Trottel eine Dosis Beherrschung. Wenn du was kaufen willst. Sag Bescheid. Mit einem Flüstern hören dir alle zu. Herz. Oh, wie romantisch. Das war schön. Press to turn machines into allies. Drücke die rechte Maustaste, während Beherrschung ausgerüstet ist, um eine Maschine zu einem Verbündeten zu machen. Verdammt, was war das? Und noch ein Projektor. Ah, können wir uns das Ganze nochmal ansehen. Salze sind voll, ist gut. Phonograph macht jetzt nicht allzu viel. Aber gut, dann
Sieh an, der Abgeordnete Buford. Ihr Platz ist reserviert. Wieso habe ich Sie bloß vorhin nicht erkannt? Komisch. Kopf oder Zahl? Kommt, lasst mich durch. Kopf oder Zahl? Dann schauen wir mal. Kopf. War klar. Das ist nie so befriedigend, wie ich es mir vorstelle. Kopf hoch. Nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. Ja, irgendwie scheint die Münze gezinkt zu sein. Vielleicht hätte er das auch nicht öffentlich darstellen sollen. Bla 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 bla. Oh, Hot Dogs. Zack, zack, zack. Was ist mit dir? Ah, das ist wohl irgend so ein Spielzeug. So, Gesundheitskit. Stell Gesundheit wieder her. Brauchen wir alles nicht. Haben wir alles voll im Moment. Oh, der wirkt irgendwie desorientiert. Auf mich wirkt er eher attraktiv. Mary, oh ja. Du bist wieder mal unmöglich. Ich nehme einfach mal euer Zeug mit, danke. Wenn man attraktiv ist, darf man alles machen. Können wir da nee, das auch zu? Ach, da sind noch ein paar Fässer. Ah, nix. Nix. Schade. Mein Vorbild? Nun, Lady Comstock natürlich. Der Prophet segne und beschütze sie. Ach, die arme Frau, was die gelitten hat. Gleich macht noch keine Heilige. An den Mülleimer. Es schadet auch nicht. Ich will an den Mülleimer. Da geht doch. So, komm. Na toll. Ich glaube ja alles, was der Prophet lehrt. Aber manche denken, Lady Comstock hat die Flagge Columbias nicht nur entworfen, sondern auch jede einzelne selbst genäht. Also wirklich. Weißt du, Thomas, ich mache deinen Glauben nicht schlecht. Oh, ja. Wäre schön, wenn du meinen auch nicht schlecht machen würdest. Noch dazu vor Freunden. Ein Peanuts-Spiel, okay. Hast du den gekriegt? Den Prachtkerl hier? Die ganze Abteilung hat jetzt solche. Wenn wir die Vox aus dem Skyline-System kriegen sollen, brauchen wir bestes Material. Ah, gibt's da noch freie Stellen? Ich würde auch gern Vox verprügeln. Cool, kann ich das haben, bitte? Gib mir das. Gib mir... Müll? Aha. Ah, da gibt's einen neuen Film jetzt. Okay. Aber ich war auch nie so der Peanuts-Fan. Ich glaube, dann bräuchte ich mir, ist mir nämlich aufgefallen, wir bräuchten doch noch ein bisschen Salz. Eins. Zwei. Und wieder fit. Allerdings auch wieder ein bisschen weniger Geld. Oh ja, es hat Koop, sehr gut. Sachen gibt's. Ich glaube, dann streiten sich die Leute wahrscheinlich drum, wer Snoopy spielen darf. Piu, piu, piu. Haben wir noch was Schönes drin? Jawohl. Geld, Geld, Geld.
Fass. Hätten wir dich ja fast übersehen. Du willst lieber Woodstock spielen? Okay. Schokoriegel, Figur und noch ein Audiolog. Madame Lutèce, ich habe all Ihre wissenschaftlichen Bücher gelesen. Mutter sagt, das sei keine Beschäftigung für eine Lady. Aber ich glaube, sie ist nur neidisch, weil Sie so klug sind. Stimmt es, dass nur Sie das Mädchen in dem Turm besuchen dürfen? Wenn das Lamm auch einsam ist, würde ich es gerne besuchen, denn wir hätten viel gemeinsam. Herzliche Grüße, Constance. Schön. 4 von 80 Audiologs haben wir jetzt gefunden. Bleibt uns noch ein wenig zum Suchen. Was zum... Oh oh. Vielleicht sollten wir uns Handschuhe besorgen. Park der Verlosung. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Jo. Aber hier haben wir doch noch bestimmt was, oder? Ja. Nichts. Toll. Erstmal in Ruhe umschauen, dafür ist das Spiel ja da. Night, 20 von 200 Münzen aus Fässern geborgen. Bedauere, Freund, hier ist gesperrt. Wie sie alle so freundlich sind. Da liegt doch irgendwas im Busch. Na gut, hier ist jetzt im Moment ja auch gerade nicht. Ne, da brauchen wir jetzt auch nichts. Testen Sie schon heute! Ich hab da so ein Gefühl. Okay. Stell mich mal mit an, ne? Ein paar Baseballs. Was auch immer die damit vorhaben. Ein netter automatisches Geschützroboter-Ding. Ja, bestimmt. Super Bowl. Zuckerwatte. Und nun hat die Verlosung 1912 offiziell begonnen! Hey, Mister! Mister! Ja, ja, ja. Ja, Super Bowl ist Football, ich weiß. Sorry, ich kauf nichts. Dummchen! Die Verlosung kostet doch nie was. Leben Sie hinterm Mond? 77. Ups. 77? Das ist eine Glückszahl. Ich drücke Ihnen die Daumen.